Weil du nicht zum Reden aufhörst. Also, Alpenherz ist der erste Titel, bitte. Was hast du jetzt da vorher anklingen lassen mit der Show-Einlage oder was war das? Ja, wir machen beim Auftritt machen wir gewisse Show-Elemente, haben wir auf Lager, damit dass wir die eine Auflockerung machen. Wir machen ja 5-Stunden-Auftritte auch. Ja. Und natürlich spielen wir vor vielen Gästen. Also, ja. Fast ein ganzes, also was zum Beispiel ist eine Show-Einlage? Show-Einlage, die Höllenhunde aus dem Zillertal, da haben wir die Pfannen drumherum, haben wir schwarz zugezogen. Dann Hansi Hintersee elementieren wir, dann Karel Gott und so gewisse Einlagen. Ja, alimentiert den Hansi Hintersee? Ja. Imitieren. Ja, imitieren, ja. Ja. Ich hab gehabt, das ist dein unehelicher Bub, oder was? Ja. Welche Bedeutung hat das mit den Mädchen? Kommen da jetzt welche aus oder kommt niemand mehr? Muss ich mich mit euch abfinden? Du musst dich heute mit uns abfinden. Ah, Gott. Wir hätten die Zillertaler, wir haben ja immer wieder ein großes Herbstfest, das sind ja die Almabtriebe bei uns drinnen, ja, im Zillertal. Und da muss ich unbedingt auch das umbringen, dass viele Leute kommen. Am 16. nächste Woche haben die Original-Zillertaler ein Riesenfest, Herbstfest, der Original-Zillertaler 35-Jahr-Feier. Da haben wir natürlich sehr viele Kollegen dabei. Da ist dabei Edelseher,
Trialpin, Zillertalbauer. Ja, oder was? Die zwei. Ja. Ja. Also, nachzulesen ist das alles auf der Internetadresse. Eine CD gibt es mir. Stell dich zu ihm her, dann ist er am Start. Wow, das ist was Schönes. Ja, lass wieder aus, schick mir es wieder aus. Das ist was Schönes. Halt es da in die Kamera, bitte. Dass wir sehen, wie das. Und eure Adresse ist www.originalzillertaler.at. Die war gerade groß im Bild. Und jetzt natürlich, wo jetzt viele Leute bei euch am Fest haben. Noch einmal Termin und wo? 16. September in Udans, Beginn 19 Uhr. Danke, Claudia. Vielen Dank. Dankeschön. 16. September in Udans. Ja. Ja. Auf der Internetseite wird man ja wohl lesen können, wo die nächsten Auftritte sind. Ist noch was bis zum 16. Wir haben immer wieder Donnerstag immer anzusprechen, da können wir immer da hin, Hotel Bachmeier sind wir immer zu sehen. Also der, was da hinkommt, entschuldige, ich will die Zeit noch schnell für was anderes nutzen. Unterscheidet sich die Musik, die aus Tirol kommt, wesentlich von dem, was aus der Steiermark kommt? Weil ich glaube, das da war Obergreiner, nicht? Fast in der Besetzung, oder? Ja, das ist ein bodenständiger Marsch gewesen, was man bei jeder CD drauf. Die Frage war, unterscheidet sich das von dem, was die Steirer spielen, außer dass er das da tun, die meistens mit der Knopfharmonik. Gibt es da noch Unterschiede? Das unterscheidet sich schon. Also, da was meinst du? Vom Schmiss her. Das ist ein anderer Schmiss, anderer Zillertaler Schmiss. Ja. Die Zillertaler Bayerischen, das ist ganz was Eigenes. Also, das wünschen Sie dazu und das ist ja ganz was anderes. Nein, das war ja damals ein Zufallstreffer, nicht? Als wir den Zillertaler Hochzeitsmarsch, den es ja ewig schon gegeben hat, gespielt haben und weil gleichzeitig getanzt wurde, diese Inszenierung, ganz genau. War das über Nacht der Hit und ihr seid auch in ganz Europa unterwegs, richtig? Ja, ich war unterwegs. Also, von, du bist aber Staat, weil du nicht Schwedisch kannst und nicht Finnisch kannst. Da stehst du dann um und sagst... Ich glaube, es ist Europa und die verstehen es überall. Bei mir beim Spielen, dann verstehen sie es überall. Ich wünsche euch viel Glück. Servus, der Rainer. Vierte, Dankeschön fürs Kommen. Vierte. Servus, Dankeschön. Servus, Vierte.